So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich zeig euch die Straße. Ich zeig euch, wie es ist. Ahla Berlin! Cousin! Krass, du darfst die Scheibe nicht vom Auto einschlagen. Doch, ihr bezahlt sie. Wenn ich sie dann kaputt kriege, was? So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute bei Shadowwax TV, bei Wer bist du wirklich? Heute ein spezieller Gast. Ihr kennt ihn, die meisten. Man nennt ihn auch Abo Eisen. Abo Titanzink, sein Onkel. Aber im wahren Leben nennt man ihn Carsten Stahl, meine Damen und Herren. Dankeschön, Abo Seiner. Ein Applaus für Carsten Stahl, dass er gekommen ist erstmal. Habibi Carsten, danke schön, dass du erstmal gekommen bist. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Danke für die Laudatio. Carsten, wo bist du aufgewachsen? In Berlin-Neukölln, aber eigentlich kannst du sagen, ich bin ein bisschen sehr rumgekommen. Wer ist in Neukölln, dann Tempelhof, Marienfelde und dann sogar in Bayern, weil viele Dinge, die in meinem Leben passiert sind, so ein bisschen alles etwas zerrüttet haben. Okay. Und an jeder Ecke, wo man gelebt hat, hat man natürlich auch etwas mitgenommen. Ja. Manche Sachen waren schön, manche möchte man gerne vergessen, aber sie haben einen geprägt. Ich bin auch nur der, der ich durch meine Erfahrung geworden bin. Ich kann mich schon vorstellen, was du an Erfahrungen im Leben schon gesammelt hast und trotzdem so stabil wirklich bist im Kopf, geistig, mit Herz, körperlich. Mein Respekt kriegst du auf jeden Fall erstmal dafür, für deine Einsätze auch, was ich im Fernsehen auch alles Mögliche schon sehe, wie lange du schon dabei bist. Dazu kommen wir auch noch. Wie ist es in Berlin aufzuwachsen, Carsten? Och, Berlin ist die schönste Stadt der Welt. Echt, ja? Für Berliner auf jeden Fall. Okay. Also ich merke das immer wieder, ich bin ja viel unterwegs. Und auch wenn unsere Stadt viele Probleme hat und an allen Ecken Risse und auch stinkt, ja, oft vor allen Dingen in der Politik, ist es immer wieder so, wenn du woanders hingehst und du bist ein paar Tage, und ich komme mal viel rum, ich bin immer wieder froh, zurückzukommen. Hier ticken die Uhren anders, hier sind die Menschen anders drauf, wir haben eine andere Sprache, der Berliner trägt das Herz auf der Zunge, sagt man immer, er sagt, was er denkt, er spricht Klartext, jedenfalls die meisten, außer natürlich im Abgeordnetenhaus, da sprechen sie Politik und die Scheiße. Aber ansonsten ist Berlin, wie sagt man das, unsere Mutterstadt. Finde ich auch. Ahla Berlin! Cousin! Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Intensivsport zu machen? Intensivsport zu machen? Und du meintest, jetzt mache ich das richtig. Also eigentlich richtig angefangen habe, Sport zu machen. Erst war es Fußball, dann, ich sag mal, meinen Körper zu trainieren. Das war da zwar schon nebenbei, dass ich aufgrund der Erfahrung, die ich mit Mobbing und Gewalt gemacht habe, habe ich natürlich angefangen, auch Liegestütze zu machen oder sagen wir mal, auf dem Sandsack einzuhauen. Aber ich habe vor allen Dingen angefangen, Fußball zu spielen und mich überhaupt mit Sport zu betätigen. Da war ich, so kurz bevor ich 11 war. Okay, eine Sekunde. Ich glaube, man nennt ihn auch Carsten Ronaldo. Yeah. Weil wenn es so weit ist, dass ich die Cola wegschiebe und die Aktien fallen, dann hast du es geschafft. Ja. Aber gut. Carsten, stimmt es, dass du damals als Jugendlicher, ist ja normal, Jugendzeit, in einer Jugendgang warst? So? Ja, also aber... Wie hieß die Gang? Damals? Es gab viele Gangs, die waren drumherum, die hießen so... Die Southside Raiders, die 49ers, das kenn ich die, gar nicht die Panthers. Und also, Panthers, weil ich Panthers. Aber sowas war das eigentlich nicht. Wir waren einfach nur ein paar... Shababs, Cousins, die gechillt einfach, haben. Heute würde man sagen, ein Haufen Bros, die zusammenhängen und Scheiße bauen und dumme Scheiße labern. Junge Typen, die zu viel Zeit haben, zu viel Testosteron und zu viel dumme Dinge gemacht haben. Dumme Dinge. Warst du viel in Diskos damals? Also das erste Mal, wirst du lachen, war ich in der Diskothek, die Johannisthaler Chaussee, das ist heute ein Restaurant, die hieß früher Odyssee. Da habe ich meinen, das darf man gar nicht sagen, da habe ich meinen BVG-Ausweis gefälscht, dass ich da reinkam. Ja, der Carsten, da war ich 14 und habe dann den aufgepimpt, so mit Zahlen drehen, dass ich dann schon 16 Mal unter rein konnte. Aber das war damals noch, da sind wirklich welche rumgelaufen und haben die jünger Aussehenden angesprochen, wir mussten um 12 gehen. Ja, das war so das damals. Aber so Diskos, überhaupt so, ich bin nie so der Typ gewesen, auch heute nicht, der so in Gruppen gerne unterwegs ist, so in der Disco und so. Weil du hast immer ein Problem. Du hast immer das Problem, es haftet immer die Gruppe. Wenn einer durchdreht, richtig.
Wenn einer Scheiße baut, das muss bloß irgendeiner sein, der sich profilieren will, haftet immer die Gruppe. Du fliegst immer als Gesamtes raus, du hast immer als Gesamtes Stress. Und wir hatten immer einen dabei. Alter, kannst du nicht mal aufhören, es ständig Stress zu suchen? Wir haben ständig Probleme nur wegen dir. Ja? Und du rennst dann weg und alle anderen kriegen auf die Fresse. Was ist denn mit dir? Ja, also das immer. Deswegen, ich bin eigentlich ein Alpha, der eigentlich wirklich sein Ding eigentlich alleine macht. Ja? Mhm. Fängt schon an, wie ich in Urlaub fahre. Ach Carsten, lass uns mal. Nee, du, ich fahre lieber mit meinem eigenen Auto. Richtig. Und habe meine eigene Wohnung, weil... Und die eigene Ruhe, wenn ich Schuld mache, habe ich selber Schuld. Genau. Aber ich kenne das, genau wie du sagst. Ich möchte für meine Probleme da sein. Nicht jetzt die ganze Zeit für Blödsinn da. Ja, vor allem für andere. Also es ist immer, so. Also das prägt sich ja auch in deiner Kindheit. Es gibt welche, die sind halt, ja, die laufen immer mit. Und es gibt welche, die führen oder sind halt für sich. Das macht halt jeder so für Dings. Und das hat mich ja alles so geprägt. Das ist auch übrigens schon in uns angelegt. Dann kommen bestimmte Dinge, die in der Kindheit passieren, die prägen das dann auch. Ja. Und im Erwachsenenalter wirst du das dann ganz besonders. Und deswegen bin ich heute auch der ich bin. Ja, ja, ich brauche niemanden. Ich ziehe mein Ding durch. Ich mache mein Ding, was ich für richtig halte. Und ob ich nun unterstützt werde oder nicht, ich gehe meinen Weg. Das ist es. Hattest du damals auch so lange Haare und so gehabt früher? Oder also war da davor so nochmal kurz? Was damals so Mode war, weißt du, in den 70ern, Topf auf den Kopf und abgeschnitten drumherum. Ich hätte mir vorgestellt, Carsten auch damals noch mit langen Haaren. Ich sehe manchmal, meine Mutter hat ja noch so Bilder aus, als wir ganz klein waren. Hm. Da hat sie uns allen auch mal die Haare länger nicht geschnitten und hat sie uns allen Locken gemacht. Also, was man so mitmachen muss, weil die Eltern irgendwas toll finden. Klamotten, Haare. Oh. Carsten mit Mini-Dauerwelle. Mini-Dauerwelle. Ja. Okay, stell dir vor, du hast so Mini-Dauerwelle. Wie hast du deine erste Freundin damals angesprochen? Also mit Mini-Dauerwelle wäre ich wahrschelich... Okay. Ich wahrscheinlich heute noch Single und hätte keine Kinder. Wie hast du damals deine erste Freundin angesprochen? Oh. Erinnerst du dich noch? Also, ich kann dir das gar nicht sagen. Also grundsätzlich angesprochen, das ist ja immer dieser Sprung. Man hat immer irgendwie geguckt, dass irgendwas passiert, dass man dieser Person nahe kam, dann hat sich das irgendwie so ergeben. Aber so dieses typische, du gehst auf jemanden zu und sprichst den an. Oh nee, das war mir immer zu doof. Also bei mir war diese, du hast so mit Blatt gegeben, so Zettel. Nee, das auch nicht. Augenkontakt. Und wenn es gepasst hat, dann hat man das immer, dann hat man sich angelächelt. Und dann irgendwie, das ist ja dann immer so eine Chemie. Dann ist man irgendwie in die gleiche Ecke gegangen oder ans Buffet oder irgendwie. Und dann hat man angefangen zu quatschen. Und dann dauerte das ja alles nicht sehr lange. Also dieses typische Ansprechen so. Du, ich beobachte dich schon eine ganze Weile von da hinten. Ja, dann geh wieder zurück. Ja, und beobachte weiter. Danach fette Korb. So von ja, die kriegt jeder mal. Musst du mal durch. Ja, ich weiß. Ja. Ja, das ist normal so. Weißt du, bei Frauen höre ich das immer so, weißt du, die haben das immer so, Männer sind wie Scheißhäuser. Wie denn? Wie meinst du das? Entweder besetzt oder beschissen. Ja, der Carsten, Alter. Stabil. Wie war dein erster Kuss? Mein erster Kuss? Hast du seinen Augen? Sehr aufregend, würde ich sagen. Der erste Kuss, da ist mir noch, da war ich noch sehr jung, ich glaube. 10 oder 9. Hast du dein rechtes Auge zugemacht? So? Oder also ich glaube, man guckt immer, ob die guckt. Genau diese, weißt du, guck nicht. Also es ist auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis gewesen. Ja. Hast du deinen Fuß hoch gemacht, diese rechte? Das weiß ich gar nicht, das kann ich. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Okay, Carsten, was für Musik hörst du gerne? Also es gibt nicht die typische Musik. Ich mache das Radio ein und höre mir was an. Also es gibt Songs, Rap, es gibt aber Song, Pop, irgendetwas, das ich mag. Dann bin ich natürlich jemand, der Musik oft mit Erinnerungen verbindet. Also es gibt einen Song, den höre ich, den würde ich wahrscheinlich so nie zugeben, dass ich den höre, aber dann weckt er in mir Erinnerungen und ich höre den dann einfach, weil ich mich gerne an bestimmte Dinge zurückerinnere. Ich habe ein sehr starkes Gedächtnis. Vergangenheitsgedächtnis auch so. Und so an die Kindheit, also es gibt so Dinge, die deine mit verbindest. Das hast du auch, das hat jeder. Ja, irgendein Song, wo du denkst, Alter, was hörst du denn da? Und dann, erinnert dich an deine Oma, an Urlaub, irgendwas. Das haben wir alle. Wo hast du das erste Mal gearbeitet, Carsten, in deinem Leben? Das erste Mal gearbeitet, hörst du das Lachen? Das erste Mal, dass ich was selbst gemacht habe, ich habe, als auf dem Kudamm, und also dort, Adenauer, irgendwo da in der Ecke, habe ich Flugzettel verteilt, so für ein Restaurant. Wir hatten Ferien, große Ferien, und da habe ich dann mit einem Kumpel zusammen Flugzettel verteilt für dass die da hingehen sollen, essen sollen und Gutscheine haben. Und dafür haben wir dann Geld bekommen. Da war ich, glaube, 12,5 oder so.
Krass, mit 12,5 hast du schon. Also Zettelchen verteilt, ja, und habe ewig arbeiten müssen für kaum Geld. Also wenn ich das heute so überlege, aber kann ich so weit. Okay. Also ich sag mal, dass man mal vielleicht für jemanden die Tasche nach Hause tragen will ich jetzt nicht meinen, sondern wirklich konstant, das waren glaube ich 4 Wochen lang in meinen Ferien, wo ich dann so eine, ich stand da und das ist eine blöde einmal in der Vorkammer, man steht auf dem Kudamm und vergibt Flugzettel, ja. Total peinlich irgendwie. Wie hast du dich gefühlt, so erste Lohn so? Naja. So erste ja. So Taschengeld. So Haufen Arbeit für so wenig Geld, so habe ich mich gefühlt. Ja, auch, auch. Okay, welchen Job würdest du nie wieder machen? Welchen Job ich nie wieder machen würde? Ja, ich würde nie wieder in meinem Leben kriminell sein. Und arbeitstechnisch? Was ich nie wieder machen würde? Weißt du, rechtschaffende Arbeit, egal wie schwer sie ist, solange sie sauberes Geld ist, das heißt, dass man nicht dafür schlimme Dinge getan hat oder Dinge, über die man sich schämt. Es gibt keine Arbeit, die man nicht machen weiß. Weißt du, du kommst in eine Situation, wo es um deine, bei mir geht es nicht mehr nur um mich. Es geht um meine Kinder, um meine Familie, um Verantwortung. Ja. Es gibt eigentlich nichts, was man, es sei denn, man muss sich dafür seine Würde verkaufen, was ich nicht machen würde, solange es meine Familie ernährt. Also es kommt immer nur an, welche Situation du kommst. Dass man sagt, dafür bin ich mir zu schade, wenn es um das Leben deiner Kinder geht. Um die Existenz. Da gibt es nichts, für was du dich zu schade bist. Es sei denn, wir reden davon, Verbrechen zu begehen oder seine eigene Würde zu verkaufen mit irgendwelchen Dingen. Ja. Aber ansonsten nichts. Schwielen an den Händen zu haben, dafür muss man sich nicht schämen. Zu schwitzen, weil man geackert hat, dafür muss man sich nicht schämen. Es gibt Menschen da draußen, besonders auch Frauen, die haben mehrere Jobs in ihrer Familie zu ernähren und kommen kaum zurecht. Schämen muss sich die Politik, dass es Menschen in unserem Land gibt, die so viel arbeiten und trotzdem keine Kohle haben, dass alte Menschen Flaschen sammeln müssen. Dafür sollte man sich schämen. Carsten, wie bist du dazu gekommen, Schauspieler zu werden damals? Ja, Schauspieler zu werden. Also du meinst, wie ich in diese TV-Sendung gekommen bin? Richtig. Grundsätzlich bin ich so, der ich bin. Mit meiner Impulsität, in meinem Aussehen, und meiner Art und Weise, meinem Körper. Das hat sich ja über Jahre geprägt. Und irgendwann ist mein Kumpel, der hat immer so Sendungen gemacht, so für diese TV-Sender, die man nicht so gerne hört. Und der ist immer wieder, fand das total geil. Der wollte halt berühmt werden oder der fand es schön. Und wenn du natürlich da immer wieder bist, dann hörst du ja auch mal, dann fragen die von den Firmen oft, kennt ihr jemanden hier, wir wollen dit und dit machen. Und der hat irgendwann mal gehört, dass die ein Format machen wollten. Es gibt in Amerika dieses Format Dr. Kopfgeldjäger, ja, und da haben die halt gesagt, wir wollen sowas Ähnliches machen, ob wir nicht irgendeinen Typen kennen, die gut reden können, die kräftig sind und ja, und ein Kumpel hat von mir gesagt, und zeigte dann dieser Firma ein Video von mir, wo ich im Ring stehe und mit bin und halt, ja, wir so, sag mal, Faxen machen, aber so sind denn, und dann, ey, der Typ, der hat was. Und dann riefen die mich an und sagten, pass mal auf, wir sind eine Produktionsfirma, ein Kumpel von dir. Und ich mir, ey, verdammte Scheiße, was ist das denn jetzt wieder? So, ich war aber gerade in der Zeit in einer Umbruchsphase. Das heißt, ich habe viele Dinge noch machen müssen, die sehr gefährlich waren. Okay. Ja, als Personenschützer und Leibwächter. Und wenn man, und da hat man, wollte man, jetzt dazu, man konnte ja in Deutschland keinen Kopfgeldjäger kopieren. Ja. Also wollte man anhand eines Detektives oder Leibwächters, der eine Agentur hat, eine Detektei hat, Personenschützer ist, ein so ein Format machen. Deswegen dann, hieß es auch Privatdetektiv im Einsatz. Nicht Kopfgeldjäger im Einsatz, ja, haben wir ja, nicht. Okay. So hab ich, und da war gerade so eine Phase, wo ich gesagt habe, verdammte Scheiße, und ich gesagt, du, ob ich nicht Lust hätte, mal so vorzusprechen, da gibt es eine engere Auswahl und ich stehe da einfach als Typ, der passt halt einfach. Da habe ich gesagt, du, pass auf, ja, geht ja auch immer hier rum. Ich sage, ihr seid in Köln, ich bin hier. Ja, und dann habe ich gesagt, pass auf, wenn ihr mir das und das zahlt, dann komme ich gerne vorbei und hören wir uns das an. Ja. Das haben sie gemacht, also bin ich hingefahren, ich habe jetzt nämlich großartig überlegt. Und dann sitzen wir dann da und treffen uns da zum ersten Mal und da haben die mir halt gesagt, was sie sich vorstellen und sowas und zeigten mir halt so Manuskripte. Ich kickte mir das durch und sagte, verdammte Scheiße, was ist denn das? Das soll die Straße sein? Glaubt ihr wirklich, dass das die Realität ist? Wer hat denn das geschrieben? Kerl mit der Frosch oder was? Ich sagte, ich kann doch wohl vergessen, was ist denn das? Pass mal auf, ich zeig euch die Straße. Ich zeig euch, wie es ist. Und dann könnt ihr überlegen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Und so habe ich dann damals, man nennt es Mood-Tape. Das heißt also, das ist so ein Probetape, was man halt macht, was man dann als Produktionsfirma dem Sender zeigt und der entscheidet. Und dann haben wir halt so eine Zugriffsszene nachgestellt, wo wir halt uns observieren, annähern. Und dann bin ich halt zu den Typen hingegangen, die waren ein bisschen kräftiger. Die sollten halt so einen Transporter da ausrauben, also so Pakete von A nach B schleppen. Ja? Okay. Und ich bin hingegangen, ich sage mal, Jungs,
Die wollten jetzt eigentlich nur, dass ich ankomme, euch stelle und ihr euch da wie, ja, wie ein paar da hinstellt und sagt, Hände hoch und nicht ohne Waffe, ist doch lächerlich. Ja. Ihr seht kräftig aus, ihr seht so aus, als wenn ihr auch was abkönnt. Habt ihr ein Problem damit, wenn wir ein bisschen rangeln? Könnt ihr ein bisschen links, auch wenn es einen blauen Fleck ist, mir scheiße, ja, aber sieht echt aus. Jo, gut. Ja, dann haben wir uns dann angeschlichen, haben halt mit Walkie-Talkies, dran, dann gab es so einen Lockvogel, das habe ich halt alles eingewiesen, das wurde aber alles schön gefilmt, wie ich die eingewiesen habe. Und dann gab es halt Pupp und dann schrie ich, Zugriff! Und dann sind wir alle losgerannt, die sind weggerannt und dann gab es halt ein bisschen so, Gerangel. Aber das gab es in der Art und Weise so im deutschen Fernsehen noch nicht. So, und das war dann im Kasten, alles klar, dann haben sie den dem Sender gezeigt und die haben es gesehen und haben gesagt, das ist es. Und dann haben sie, weiß ich, zwei, drei Wochen später angerufen und gesagt, ja, pass auf, der Sender ist an einer Staffel interessiert, ja. Die Pilotstaffel. Mhm. Wenn die läuft, dann würden sie vielleicht mehr machen. Da habe ich gesagt, ja, gut, machen wir das. Das und das will ich dafür haben. Das haben sie bezahlt. Damit war ich erstmal ein bisschen von meiner Gefahrensituation als Vater raus. Hast du Pokerface gemacht, wo du meintest, ich will das und das haben? So? Eigentlich ist es ja so. Du musst dir vorstellen, es hieß ja so, die Sendung. Es gab zwei Dinge, die für mich wichtig waren. Also erstmal habe ich gesagt, okay, ich sollte ja dieser Chef der Detail sein. Er hat gesagt, das ist okay. Du warst der Beste in der ganzen Serie. Ist kein Schleim, weil du hier bist. Du hast so die Sendung geprägt. Und ich habe halt gesagt, pass auf, dass wir gleich klarstellen, das ist mein Name. Und ich gehe mit meinem Namen in die Sendung. Die anderen haben alle Künstler, also alle anderen Namen, ist mein Name. Ich gehe nur mit meinem Namen rein, weil eins wusste ich, wenn das Ding funktioniert, ist mein Name natürlich auch, und ich, ganz ehrlich, ich meine, Detail Stahl, ich heiße ja nicht Plastik, oder? Und das war, was sie aber probiert haben, und deswegen immer schön aufpassen, wenn ihr Verträge mit Fernsehen macht, haben sie schön versucht, mich über die AGBs, ich würde jetzt sagen, sage ich aber nicht. So, und hab ich, aber ich bin ja nicht bescheuert, ich bin ja auch Geschäftsmann, also habe ich das alle gelesen, die Verträge, und ich, oh, was ist denn das? Hier? In AGB. Habt probiert ihr ja praktisch, dass ich meinen Namen, der meiner ist, an euch abtrete. Nee, das streichen wir mal. Und da manche ja vielleicht auch der Meinung waren, dass die Sendung vielleicht nicht funktionieren könnte. Hm. Ich habe aber gesagt, wenn wir das machen, machen wir das so. Und dann war mir wichtig. Und dann haben sie mir die Drehbücher halt immer wieder gegeben. Pass auf, um es kurz zu machen. Ich habe 286 Sendungen gemacht, davon 6 Spielfilme in Amerika. Was glaubst du, wie viele Drehbücher ich gelesen habe? Wie viele Drehbücher habe ich gelesen? Null? Nicht ein einziges. Ich muss nicht lesen, was ich lebe. Wer wird Millionär fragen? Ja, genau. Weißt du? Ich muss nicht lesen, was ich lebe. Ich habe dieser Sendung meine Authentizität aufgedrängt. Ich habe sie geprägt. Ich habe sie mit Leben gespückt. Und ich war immer ich. Und ich, mein erster Spruch, und jetzt kommen wir nämlich zu dem damals und heute. Es gibt ja immer so eine O-Töne, so eine abgesetzten Töne, wo die Leute dann in die Kamera quatschen. Und dann mein erster O-Ton, als sie mich interviewt haben, war, stell dich mal vor, Carsten, wer bist du? Also zur ersten Sendung. Und er hat gesagt, mein Name ist Carsten Stahl und ich helfe den Menschen, die sich nicht selbst helfen können. Hm. Und überleg mal, was ich heute mache. Ich habe schon damals geprägt, was ich heute bin. Ich habe immer gesagt, bei Gewalt gegen Frauen und Kinder greife ich ein und kenne keinen Spaß. Und so habe ich die Sendung geprägt. So, und das war das eine. Aber wenn du dann da drin bist und du machst die, dann wird die erfolgreich und du wirst bekannt. Irgendwann merkst du, dass es immer der gleiche Rotz ist. Immer die gleiche Scheiße ist. Ja, 100 Zugriffe, ja, ja, dann alles Mögliche. Ja, Carsten, das kannst du nicht. Ey, sag mir nicht, was ich kann und was ich nicht kann, ich mach das. Weiß, Carsten, du darfst die Scheibe nicht vom Auto einschlagen. Doch, ihr bezahlt sie. Wenn ich sie dann kaputt kriege, wa? So, aber wenn ich sie nicht wieder Faust kriege, den Fuß. Ey, du hast so viele T-Shirts gerissen in deinem. Wie viele T-Shirts hast du schon weiß kaputt gemacht? Keine Ahnung. Sag, ja. Komm, ja, weg, du willst kämpfen. Fakt ist, aber weißt du, entscheidend war ja, damit habe ich ja etwas gebrandet. Ich hab es zu einer Marke gemacht, aber irgendwann merkst du, das kann doch nicht alles sein. Und genau in dieser Zeit, ich bin ja vor allen Dingen scheiß auf Carsten Stahl, prominent und Promi, leck mich am Arsch mit der Scheiße. Ich bin Vater. Vater und Bürger und ich bin ein Vorbild für Millionen von Menschen. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, das kann doch nicht alles sein. Und genau in dieser Findungsphase kommt mein Sohn in die Schule und wird Opfer von Mobbing. Und da wollte ich nur meinem Sohn helfen und habe gemerkt, ich setze jetzt meine Bekanntheit ein, um denen, die das machen, bewusst zu machen, aufklärend zu sein, dass das scheiße ist. Und habe dazu vor allen Dingen meine eigene Geschichte genommen. Ich habe von einem Jungen geredet, der 4 erlitten hat, ohne zu sagen, wer der Junge ist. Mhm. Und wie die Schüler und die Menschen, die das gehört haben, sehr emotional darauf reagiert haben und betroffen. An dem höchsten Moment habe ich gesagt, dass ich das war.
der große, starke Kampfsportgürtelträger. Und das hat etwas bewegt. Und da habe ich gemerkt, wow, du kannst mit deiner Geschichte und deiner Art und deiner Bekanntheit Menschenleben verändern, sogar retten. Und so ist es entstanden. Chem Stahl, Bündnis Kinderschutz, Stopp Mobbing. Heute schaffe ich Gesetze. Du Gesetze sind erlassen worden. Ein Gesetz worden. Verändert. Mehrere. Du hast mehrere schon. Wie viele? Ich war an zwei direkt von mir und an auch nochmal zwei indirekt beteiligt. Also Kindersexpuppen, ja, Sexpuppen, die man sich nach Art und wünscht, erwünschen von Menschen. Also man könnte sich von ein Bild von euren Geschwistern, von euren Kindern holen und könnte sich nach eine Kindersexpuppe machen. Widerwärtige Vorstellung, was die denn damit machen, die Kinderschänder. Und ein Handbuch für Pädophile. Ein Ausbildungsbuch, wie man Kinder missbraucht, ohne erwischt zu werden. Wie tief man in Kinder eindringt, ohne Spuren zu hinterlassen. Wie man DNAs verwischt, wie man Eltern täuscht, wie man das Vertrauen der Kinder. 1000 Seiten, widerwärtig, abartig. Gab es, war nicht verboten in Deutschland. Kindersexpuppen nicht und das Handbuch für Pädophile nicht. Und an zwei Gesetze, an die ich mitgewirkt habe, dass Kinderpornografie ab jetzt ein Verbrechen ist. Richtig. Und dass der Eintrag in Führungszeugnis für Kinderschänder lebenslang ist. Vorher waren es nur 10 Jahre. Dann konnten die wieder in der Kita arbeiten, in der Schule arbeiten, im Verein arbeiten. Keiner hat es gewusst. Und wir haben am 1.7.2021 diese Gesetze durch meine Arbeit, zwei Gesetze und durch noch Unterstützung durch andere, 4 Gesetze insgesamt im Bundestag und Bundesrat zum Schutz unserer Kinder, zum Schutz der Gesellschaft verboten. Das ist durch uns geschehen. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ist eine Last gefallen, bestimmt? Also, wenn du sowas siehst, dann. Es hat geklappt, es muss weitergehen. Also, du musst immer bedenken, egal wie viel man tut, es ist trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, ich habe die Gesetze vereinbart. Ihr wollt klatschen, lasst es sein. Es sterben ja immer noch Kinder. Jeden Tag werden in Deutschland im Durchschnitt 59 Kinder missbraucht. Jeden Tag, während wir jetzt hier gucken, ihr mir zuhört, werden im Durchschnitt 49 Kinder missbraucht in unserem Land. Das sind im Jahr über 16.000. Zwischen 15 und fast 16.000. Jedes Jahr, das ist die offizielle Zahl. Die inoffizielle Zahl ist 2, 3 bis 4 Mal höher. Also, was habe ich geschafft? Was? Ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wollt ihr mir jetzt auf die Schulter klopfen? Nein, wir müssen unsere Kinder schützen. Wir müssen weitermachen. Wir müssen Druck machen. Wir müssen Kinderschänder stoppen. Wir müssen noch mehr Gesetze schaffen und niemals aufhören. Ich höre nicht auf. Und deshalb, ja, habe ich geschafft und weiter, weiter. Letztens ist was passiert. Ich habe von meiner alten Oberschulzeit eine gute Freundin gehabt. So, wir haben uns einfach verstanden, so kumpelmäßig. So. Sie hat jetzt 2 Kinder und dies und das ist geschieden. Und sie hat kleine Kinder und die eine davon hat ein Handy. Die eine ist auf dem Hort. Und sie hat mich letztens weinend angerufen. Sie hat gesagt, Sedu, einer hat meine Tochter angerufen auf ihr Handy. Keiner hat die Nummer und dies und das. Dann hat sie da zurück angerufen. Sie hat gesagt, da ist ein Mann rangegangen. Auf dem WhatsApp-Bild ist ein Kind, der Hotdog beißt, okay? Und ein Mann geht da ran und sagt, hallo. Dann meinte die, wer bist du? Dann hat da ein Mann gesagt, ich bin irgendein Niemand oder so. Du hast meine Tochter angerufen, wer bist du? Dann hat der Mann gesagt, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Dann hat sie sofort Polizei angerufen und sagt, ein Mann ruft genau meine Tochter an, wenn sie 15 Uhr beim Hort Schluss hat. Und er ruft 14.11 Uhr, 14.14 Uhr an, bevor sie rausgeht. Bei jemanden, den sie nicht kennt, ja. Genau, einen auf so. Und die Mutter hat ja immer das Handy davor gegeben. Und sie vermutet, dass die Tochter an eine App reingegangen ist. Oder und so. Da tummeln sich natürlich die Nummern und so. Und dann hat sie Polizei angerufen und so. Sie meinte, das ist keine Anzeige, das Problem Straftat. Ist, pass und auf, sie meinte, was soll ich machen? Also pass auf, das Problem ist, in Deutschland muss erst was passieren. Und es muss was Schlimmes passieren. Und selbst wenn was passiert, dazu komme ich gleich, damit ihr seht, was hier abläuft. Alleine, dass der Typ ein Kind hat, was einen Hotdog beißt, ist doch wohl eindeutig, was damit signalisiert wurde. Wa? Damit seht ihr es schon. So, Fakt ist, ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen. Und jetzt hört mal zu. Wir sind uns doch wohl einig. Und wer hier zuguckt und nicht der Meinung ist, dann schaltet aus und lasst euch niemals von mir erwischen. Fakt ist, wir sind uns dafür einig, dass wenn ein Kind missbraucht wird, dass das mit das Schlimmste ist, was man ein Kind antun kann. Ja? Man tötet damit die Seele eines Kindes. Das ist wohl klar. Ja. So, und jetzt kommen wir zu den 49 Kindern, die pro Tag in Deutschland missbraucht werden. Damit ihr wisst, dass in unserem Land, Deutschland ist eines der kinderfeindlichsten Länder in Europa. Warum sage ich das? Weil es so ist. Bei uns werden Kinderschänder geschützt und toleriert und nicht die Kinder und schon gar nicht die Kinder, die missbraucht wurden. Ihr wollt Beweise? Dann hört zu. 49 Kinder werden im Durchschnitt in Deutschland pro Tag missbraucht.
Das heißt, um die 16.000 im Jahr. Nehmen wir die Zeit, konstante, belegbare Zahlen, die Zeit von 2005 bis 2015. Eine Range, ein Zeitraum von 10 Jahren. In diesen 10 Jahren, und nehmen wir mal konstante Zahlen, 45 Kinder pro Tag. Also 15.000 bis 16.000 Kinder pro Jahr. 10 Jahre. Das sind also 15.000 bis 16.000 Kinder pro Jahr. Offizielle Zahlen von denen, die gefasst wurden, erfasst wurden. Die inoffizielle Zahl ist 3- bis 4-mal höher. Also um die 50.000 oder mehr. Hinter diesen Tausenden von missbrauchten Kindern stehen Tausende von Tätern. Es kommt eine Organisation. Ja, passt auf. Na ja, dazu. Tausende von Tätern, die einfach, mehrfach, dutzendfach und teilweise einige Täter hundertfach Kinder missbraucht haben. Diese Täter sind gefasst worden und wurden dem Gericht überstellt. Und jetzt kommt's. Hört genau hin. 80% dieser Tausenden von Tätern haben für diese Kindesmissbrauch, einfach, mehrfach oder manche Dutzend oder hundertfach, nur 2 Jahre Haftstrafe bekommen. Wenn ihr jetzt schockiert seid, hört genau hin, wie abartig unser Land Kinder nicht schützt. Von diesen 80% von den Tausenden von Tätern, die 2 Jahre bekommen haben, von diesen 80% wurden 90% dieser 80% der Tausenden von Tätern, ist diese Haftstrafe von 2 Jahren zur Bewährung ausgesetzt worden. Sie mussten nicht mal ins Gefängnis. So schützt unser Land Kinder nicht. Gar nicht. Kinderschänder werden toleriert, Kinder werden missbraucht und werden noch nicht mal geschützt. Und jetzt die meisten Täter, 80% aller Täter, die Kinder missbraucht haben, werden rückfällig. Das ist eine Politik der Toleranz für Kinderschänder. Die sagen ja, es ist zu teuer, das zu bezahlen, um die ein zu beobachten. Ein absoluter Schwachsinn. Alles ein teuer, absoluter Schwachsinn, pass auf. Ja, aber Herr Stahl, was würden denn härtere Haftstrafen folgen? Ich will gar keine härteren Haftstrafen. Wir haben Gesetze, die wenden wir nicht an. Die geben sich selber Isolationshaft, wenn die in der Haft sind, bis die rauskommen und genau das Gleiche wieder machen. Genau. Die wollen nicht mal vielleicht versuchen, das zu ändern und entschuldigen irgendwas. Die verstecken sich, wer die ganze Zeit so ruhig ist. Aber wenn sie überhaupt nicht das kommen sehen. Und Sie wissen, was passiert mit denen drin. Die meisten kommen ja nicht mal in Haft. Die haben Haftstrafe und laufen frei draußen rum, haben nur Bewährung. So, und deshalb fordern wir hohe Haftstrafen für Kinderschänder. Warum? Selbst wenn sie weggesperrt sind, können sie keine Kinder missbrauchen. Hm. Wenn sie also nicht therapierbar sind oder kein Geld dafür ist oder die Bundesregierung oder die Justiz das nicht will, dann müssen sie weggesperrt werden. Hm. Und für mich, passt auf, ist ganz klar, ein Mensch, Mann oder Frau, der ein Kind missbraucht, hat für mich jegliches Recht auf Freiheit verwirkt. Es gibt Pädophile, die wollen nicht zum Täter werden. Die wollen sich helfen lassen. Mhm. Das ist wichtig und das muss man unterstützen. Denn wenn jemand Kinder nicht missbrauchen will, aber merkt, er hat ein Verlangen, dann hilft, dann muss man ihm helfen. Aber wir schaffen kaum Hilfe. Aber wir haben so viele Tausende von Tätern von Kindesmissbrauch. Und das beweist doch wohl genug, wie wenig wir unsere Kinder schützen. Dazu kommen noch 500.000 bis 1 Million Fälle von normalen Mobbing an Schulen plus 1 Million Fällen von Cybermobbing. Und die Hälfte aller Schulen sagt, an unserer Schule gibt es kein Mobbing. Sie lügen aus Angst, als Problemschule dazustehen. Weder Mobbing wird in den Regierungen thematisiert, noch Kindesmissbrauch wird gestoppt. Kinderpornografie, ich soll euch was sagen, in der Pandemie ist der Kinderpornografiekonsum um 56% gestiegen. In der Pandemie ist der Kindesmissbrauch um fast 6% gestiegen. In der Pandemie ist die Gewalt an Kindern um über 10% gestiegen und die Suizidrate um 400%. So schützt unser Land Kinder. Aber wenn es um Krieg geht, da sind sie dabei. 100 Milliarden für Panzer und Raketen und die Bundeswehr. 200 Milliarden für den Klimaschutz und noch ein paar Milliarden für Herrn Lauterbach und seine Pandemiebekämpfung. Und wie viel Milliarden für den Kinderschutz? Null. Wie viel mehr Milliarden für den Kinderschutz? Null. Ich sag euch, wenn das unsere Vorbilder sind, die ihre eigenen Kinder nicht schützen in unserem Land, dann sind sie in meinen Augen ehrenlos. Das ist meine Wahrheit, das sage ich denen auch ins Gesicht.
Ich sehe die nicht, dass die Opfer bringen. Die sind alle leise auf einmal. Keiner macht was und so. Nee. Wenn du all dieses Leid siehst, wenn du an diesem Grab stehst, wenn du die trauernden Familien siehst. Ich wäre gerne damals da gewesen, um meine Freunde zu schützen, aber ich war nicht da. Auch die Polizei war nicht da. Aber wenn du sogar alleine stehst und redest, das ist so, als ob 70.000 Leute hinter dir sind. Ob mir Gott, Allah oder wer auch immer diese Last gegeben hat, er hat mir die Kraft und den Mut und den Willen gegeben. Man könnte Menschen schützen, mit einem Klick Leben könnte man retten.